Willkommen zurück zu meiner Top 10 oder dem zweiten Teil der Top 20. Sehr gut. 10 bis 1. Wer den ersten Teil verpasst hat, ist auf unserem Kanal drauf. Der darf sich schon mal erfreuen, was die Plätze 20 bis 11 waren. Jetzt in dem Video Platz 10 bis 1. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin schon durch im ersten Video sehr überrascht gewesen, was so in den, seinen hinteren Plätzen vorhanden war. Da waren Spiele dabei, die ich gar nicht erwartet. Und deswegen bin ich jetzt umso mehr noch gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Fangen wir an. Genau. Platz Nummer 10. Platz Nummer 10 ist Great Western Trail. Alle? Ja, kann man glaube ich so sagen. Also die nochmal aufzuteilen wäre glaube ich nicht richtig, weil die Mechaniken halt zu ähnlich sind für alle Spiele. Wir haben das Normale und Argentinien sehr oft gespielt, das Neueste in Neuseeland jetzt nicht so oft. Ist halt so ein bisschen, ja, Deckbuilding ist schon ein bisschen viel gesagt, aber du hast halt dein Deck mit deinen Kühen und du fährst diese Bahnhöfe an und versuchst halt dann... Dieses Deckbuilding. Ja? Ja. Okay. Klar. Versuchst dann halt die Strategien zu fahren mit den Cowboys und wie heißen die anderen Dudes? Ja, es gibt ja die Schienenarbeiter. Ja, die Schienenarbeiter und Lokführer. Dann diese Lokführer. Und dann halt passend zu den Bahnhöfen die besten Aktionen rauszuholen. Ingenieure. Und haben wir sehr, sehr oft gespielt und ich habe es auch immer wieder gerne gespielt, weil wie bei so vielen anderen Strategiespielen oder guten Strategiespielen, es fühlt sich halt nie eine Partie an wie die andere, dadurch, dass es der Spielaufbau immer wieder unterschiedlich ist mit wo sind die Bahnhöfe und so weiter. Und es gibt nicht die einzige Gewinnstrategie. Ja. Man muss sich bei dem Spiel immer wieder anpassen, welche Dudes kann ich kaufen, wo sind die neutralen Gebäude, wo muss ich starten, wie ist meine Startstrategie. Es ist wirklich auch interaktiv, denn eben noch mit den Händen, ne? Wer muss zahlen, hier muss man wirklich gut rechnen, wie viel Geld muss ich haben, bei welcher Station. Hier muss man ein bisschen Kopfrechnung beherrschen, sage ich mal. Dann gibt es natürlich diese unvorhersehbaren Ereignisse. Legt jemand so ein Handding vor mir? Nicht nur das, einfach ein Bahnhof und du brauchst eine Bewegung mehr und kommst auf einmal nicht mal an dein Ziel an oder so. Dann denkst du dir so, Alter. Ja. Ja, und dann vor allen Dingen, das hast du ja schon recht gesagt, oder richtig gesagt, es fühlt sich nicht wie. Diese Spiele fühlen sich immer unterschiedlich an und die Strategien, die sind halt eben unterschiedlich gut. Oder man kann mehrere auf jeden Fall fahren. Du kannst Strategien auch kombinieren, Je nachdem, wie die Bahnhöfe halt liegen. Mal liegen sie unspielbar und mal liegen sie in der perfekten Reihenfolge. Und es ist wirklich ein gutes Spiel, auch kurzweilig, weil es nicht so ewig geht. Und man denkt immer so, oh, man hat ja voll viel da unten Zeit. Und wenn man so, genau. Das ist jetzt so realistisch gesehen. Ich jetzt noch einmal. Genau, ich habe vielleicht noch zwei Züge, wenn überhaupt. So. Also verdiente Platz Nummer 10, würde ich sagen. Ja, was ist auf deiner 9? Platz 9 ist wieder kooperativ, Rätsel, Spaß, Detective. Und zwar nicht die sickeste Spielmechanik, aber die Geschichte, die wir halt zu dem Spiel dazu hatten, macht das Ganze für mich zu einem Platz 9. Du musst halt einen Fall lösen und hast, glaube ich, insgesamt 5 Fälle, die aber miteinander verbunden sind. Und wir haben den ersten Fall damals gespielt und dachten uns, ein komisches Spiel, irgendwie gar nicht so geil, ging auch nicht so lange und ich weiß nicht, wir wieso, waren alle aber, mega enttäuscht. Ja, ich weiß nicht, wieso, aber wir haben dem Spiel noch eine zweite Chance gegeben und den zweiten Fall gespielt. Genau, ich weiß noch warum, weil der erste Fall ist so, da sind so viele Stränge gewesen und keins davon war irgendwie abgeschlossen. Und wir haben uns gefragt, hä, wir haben hier irgendwelche Sachen aufgeklärt, aber irgendwie ist es nicht wirklich zu Ende gewesen. Und es, ohne jetzt groß zu spoilern, war halt einfach die Situation, es war unbefriedigend. Dass wir irgendwie als Detektive jetzt im Prinzip nicht so wirklich was gelöst haben. So, ne? Ja. Wir haben im Prinzip nur noch mehr Fragen gestellt. Ja, und genau. Man hatte diesen kleinen Hauptfall, der war beendet und das hat man. Was ist denn da noch so passiert? Und wir wollten erst gar nicht weiterspielen. Ne? Genau, weil alle waren so, naja, ist das denn? Und dann haben wir doch noch gesagt, ne? Haben wir noch mal gesagt, dann... Und dann haben wir uns wieder getroffen und gesagt, naja, dann spielen wir den zweiten Fall auch noch. Und dann ging es auf einmal ab. Und dann hatten wir irgendwie Zettel mit Diskussionen und Stränge aufgemalt, Kombinationen und wildeste Theorien aufgestellt, was denn hier so passiert. Und das war schon krass. Also das Spiel ist unfassbar gut. Also, da erinnert man es nicht gerne wieder zurück. Leider natürlich nur einmal spielbar, weil dann kennst du es und die Erweiterung oder... Teil 2 oder was da rauskam,
Kommt wohl leider auch nicht an den Hauptteil heran. Genau, haben wir auch nicht mehr getestet. Nee. Einfach weil sozusagen die Vorschusslorbeeren waren nicht da, sondern genau das Gegenteil. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, bevor wir uns da jetzt so in unsere Erinnerung kaputt machen, bleiben wir einfach bei dem, was wir gespielt haben. Und das war wirklich richtig gut. Also selbst nachdem wir fertig waren, ging unsere Diskussion noch weiter mit, war das wirklich so, wie war das im Verhältnis zu dem, wie hing das zusammen? Und also allein, wenn man dann über so ein Spiel nochmal spricht, ja, ne? Und obwohl das ist einfach dann, das spricht immer für ein gutes Spiel, einfach immer. Wenn ihr so eine Art wie mögt, also gemeinsam kombinieren, rätseln, dann können wir euch das Spiel nur herzlich ins... Ich denke auch, das ist ein tolles, kooperatives Spiel. Auch Mortem ist ja wieder in die gleiche Schiene. Ne? Ja, auch. Aber Detective fand ich halt noch greifbarer, weil es halt in der Jetztzeit spielt, so ungefähr. Genau, wir haben noch mit App und so noch machen müssen. Ja, also das muss man natürlich mögen. Ich bin auch nicht so ganz große App-Fan, aber hier, man muss natürlich ein paar Sachen natürlich auch mit App erklären. Es war ja nicht nur App. Du hattest die App halt, um ein paar Sachen, Informationen nachzulesen. Ja. Und dann hattest du halt jeder so seine Rolle. Also du hattest, glaube ich, auch Charakter, die spielen musstest. Die waren aber gar nicht so individuell, sondern du hattest halt im Team so jeder deine Rolle. Und ja, nee, also das mit dem App war einfach zuzüglich. Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Das ist dann bei anderen Spielen so, wo es heißt, okay, wir haben irgendwie 95% Handynutzung. Das ist hier überhaupt nicht. Denn wir haben also mal nutzen müssen, weil es heißt, ihr müsst auf irgendeine Seite gehen und auch mal, glaube ich, mal mit anrufen oder so. Ist schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall hat es aber trotzdem zu einem super guten Spielerlebnis geführt. Mhm. Okay, das war eine verdiente 9. Genau. Kommen wir zu 8. Platz 8. Sind wir wieder bei Deckbuilding. Magst du gerne. Ja, mag ich gerne. Merkt man, glaube ich. Haben wir letztes Jahr gespielt, Aeons End Legacy. Ist halt wirklich reines Deckbuilding mit Kampagne. Mhm. Und hier ist wirklich das mit Kampagne sehr wichtig, denn das Basisspiel haben wir gespielt, wir haben es ja auch schon in anderen Videos gesagt, hat uns nicht so richtig abgeholt. Und der Kampagnenteil hat im Spiel halt wirklich das gegeben, was es gebraucht hat. Nämlich eine Verbindung, du hast dauerhaften Charakter, du hast dauerhaft ein Deck, das du versuchst zu verbessern und wir hatten da 3 super tolle Abende mit, wie ich fand. Also jeden Euro, den ich da reinstecke, lohnt es. Sehe ich für die es noch nicht genau wissen, diese Legacy-Variante bedeutet ja, ihr müsst das Spiel theoretisch, wenn ihr es so spielt, wie es gedacht ist, kaputt machen, aufkleben und so. Das heißt, der Videospielwert ist in dem Augenblick ja nicht mehr gegeben. Aber das hat sich trotzdem einfach gelohnt. Das muss, also natürlich kann man das irgendwie proxen oder so, aber wir haben das jetzt gesagt, nee, hier volle Kanne, so wie das gedacht ist und da bereue ich keinen einzigen Cent. Also das Spiel ist fantastisch. Die Story ist halt nicht so krass und auch lang, aber sie gibt dem Ganzen halt schon so ein bisschen, warum machst du manche Sachen? Und dann dieses Kämpfen mit deinem selbst zusammengestellten Deck, beziehungsweise bei uns war es ja wirklich eine Gruppe, jeder hatte seine Aufgabe in der Gruppe und dann hat man diskutiert mit den neuen Karten, für welche Deckart bringen die Karte was, für welches Deck bringt die andere Karte was und dann hat man sich gemeinsam für entschieden und jeder hatte so seine Rolle in den Kämpfen. Das war richtig toll. Ja, also dieser kooperative Aspekt ist halt unschlagbar. Also alleine für die aus Aeons End vielleicht nicht kennen oder kennen, ihr habt in der Mitte ja immer so diese Auslage an Kartenstapeln, mit denen wir dann arbeiten müssen. Und jedes Mal müssen wir uns entscheiden, so einen Kartenstapel müssen wir immer wegnehmen, exilen, dann sieht man dich wieder und es kommen neue dazu. Ja. Und jedes Mal diese Entscheidung zu treffen, was wollen wir haben, was nicht. Und dann haben wir uns 3 selber auf Rollen festgelegt. Wer macht den Damage? Wer ist vielleicht eher so der Supporter-Magier, dass dann nicht wirklich jeder so sein eigenes Ding macht, sondern uns festgelegt haben, wir haben jetzt hier feste Rollen, wir wollen das Spiel natürlich gewinnen und nicht irgendwie das Szenario 3-mal wiederholen oder sowas. Ne? Ja. Jeder hat so sein eigenes Interesse dann teilweise auch hinten anstellen müssen für einfach das. Klar, genau. Weil Gewinn macht auch Spaß. Ja. Und das war toll. Also richtig, richtig gutes Spiel. Okay. Dann Platz 7. Zurück im Strategiebereich. Puzzle-Mechanik. Was fällt dir dazu ein? Fest vor Odin? Genau. Haben wir gar nicht so oft gespielt, immer wieder mal. Ist aber. Also, ich habe es, glaube ich. Ich glaube, du hattest schon ein paar Mal vorher gespielt. Bevor ich mit bei war. Ja. Kommt halt ganz selten mal auf den Tisch, aber wenn, dann macht es mir immer wieder Spaß. Also, du hast ein Tableau, das du halt mit Sachen voll puzzeln musst und puzzeln liegt mir ganz gut, mache ich auch ganz gerne. Und dazu gibt es aber trotzdem noch gute Spielmechaniken. Das vereint das Spiel richtig gut. Ist halt leider so ein Spiel, das mal ein bisschen länger dauert, deswegen kannst du es nicht mal irgendwie
an dem Abend auspacken, sondern du brauchst da schon so deine 5 Stunden für. Mir zumindest, ja. Also genau, es hat ein bisschen Downtime, muss man natürlich überlegen, welche Aktion mache ich. Wenn eine Aktion weggenommen wäre, muss man natürlich neu überlegt werden, weil das ist natürlich kein, ist halt ein Worker-Placer. Da sind die Aktionen limitiert, beziehungsweise blockiert dann in dem Fall. Ja. Da muss man natürlich überlegen, wie man puzzelt. Es wurde teilweise natürlich nebenbei noch gemacht, aber dann heißt es, ah nee, das Teil kann ich nicht nehmen, ich muss ein anderes Teil nehmen. Und dann, also, aber darüber hinaus ist es natürlich mit, vor allen Dingen auch mit Erweiterung, neue Inseln und so, wirklich auch wirklich richtig gut gemacht. Aber ja, man muss in dem Spiel puzzeln können. Und das liegt mir wirklich sehr gut, kann ich bestätigen. Ja, dann die Nummer 6. Die Nummer 6, das spielen wir aktuell noch. Und werden wir auch noch eine ganze Weile spielen. Osworn. Ich hab mir überlegt, welche Spiele nehme ich rein. Also gerade mit, habe ich einmal gespielt, nehme ich das Spiel rein. Haben wir zweimal gespielt, nehme ich das rein. Und eigentlich habe ich mich dagegen entschieden. Wobei ich dann dachte, bei Osworn sind wir in der Zwischenzeit so weit, also wir haben ungefähr die Hälfte von dem Spiel durch, dass ich sagen kann, es ist einfach ein richtig gutes Spiel mit Story plus Mechanik. Kampfmechanik. Klar, wir haben noch nicht alles gesehen, deswegen vielleicht, wenn wir es dann irgendwann durch haben, rutscht den einen oder anderen Platz nach oben oder nach unten, je nachdem, wie es weitergeht. Aber für jetzt ist es, glaube ich, auf Platz 6 relativ gut eingeordnet in meiner Liste. Ja, also ist kooperativ das wirklich ein Highlight, muss man einfach so sagen. Wir haben selten so viel, also in dem Story-Teil, so viel bei einem kooperativen Spiel diskutieren müssen. Was sollen wir machen? Was könnte hinter der eigenen Aktion, hinter der Aktion stecken? Es gibt immer so Pass A, Pass B. In welche Richtung wollen wir? Wollen wir dem helfen und dem anderen helfen? Wollen wir den einen Ort noch mitnehmen? Wollen wir den anderen Ort nicht mitnehmen? Was könnte da noch passieren? Und der Storyteil ist ja auch meistens so 1 Stunde bis 1,5 Stunden, also nicht mal eben so abgearbeitet hey, hier Bierdeckel-Story und 5 Minuten lang, dann fangen wir an zu kämpfen, sondern wir teilen das auf in, okay, einen Abend ist Stadtphase, also Storyteil, und das nächste Mal, wenn wir uns treffen, dann machen wir den Kampf. Das Balancing ist halt krass, dass du für beides so viel Zeit brauchst, und die Kämpfe sind halt auch kein Kampf fühlt sich an wie der andere. Nee. Du musst immer gucken, was kann der Gegner, was bringt der mit. Das ist auch anspruchsvoll. Genau, das ist ganz wichtig. Man kann ja immer sagen, ich Augen zu und rein. Das geht bei dem Spiel nicht. Nee, du musst dir überlegen, und was bei dem Spiel halt auch richtig gut ist, du wirst dafür bestraft, wenn du halt dem Gegner Schaden machst. Also du kannst dich als Bogenschütze nicht an den Rand der Map stellen, draufhauen und sagen, ja, ich mach den Schaden, ihr macht den Rest, sondern wenn du da irgendwie dem Gegner Schaden machst, dann wirst du auch angegriffen und musst damit leben können. Und so muss halt jeder für sich gucken, wie kann ich dazu beitragen, voranzukommen. Es ist einfach gut. Es ist einfach gut gemacht. Ja, genau. Braucht nur ein bisschen viel Zeit dafür. Ja, also man muss ein bisschen Zeit einplanen bei dem Spiel. Das stimmt schon. So. Gut, auf Platz Nummer 5. Auf Platz Nummer 5 bleiben wir im Koop-Bereich, nämlich mit Sword and Sorcery. Das Spiel haben wir fast alles gespielt, was es davon gibt. Ich glaube, eine Erweiterung haben wir nicht gespielt. Mhm. Und ist in meinen Augen noch einen kleinen Ticken besser als Osworn. Einfach weil, also, ist schon ein bisschen her, als wir das gespielt haben, aber in meinem Kopf waren jetzt die Regeln doch ein bisschen eindeutiger ausgelegt als bei Osborn. Da hatten wir dann doch so immer wieder Regelfragen, wie funktioniert das? Und wenn ich mich zurückerinnere, wie würde ich Sword and Sorcery beschreiben? Knallhart, aber auch eindeutig. Also die Gegner sagen dir exakt, was sie machen, wen sie angreifen, und du weißt während deines Zuges schon, was wird passieren, und kannst dich darauf einstellen. Und das ist tolle Mechanik. Bei vielen Spielen nicht so, und da richtig, richtig gut und mag ich auch sehr, sehr gerne. Und dazu hast du halt eine ordentliche Story mit Charakterentwicklung und guten Fähigkeiten. Ja, also Sword and Sorcery, sage ich immer noch wieder, ist auch bei vielen Leuten immer so ein bisschen unter dem Radar. Wird dann auch nicht, meiner Meinung nach, falsch eingeschätzt. Es ist halt ein Spiel mit 50 Seiten Regelwerk. Ja. Ohne Anhang. Ja. Das muss man einem klar sagen. Das ist hier kein Spiel, was ihr abends mal schnell auspackt, die Regeln durchlesen und anfangt zu spielen. Da braucht ihr 2,5-3 Stunden erstmal, um die Regeln durchzukommen. Und dann sind natürlich immer noch mal so 1-2 Fragen, die sich natürlich auch immer noch aufkommen, auch bei uns. Das ist aber bei vielen Spielen. Das ist bei allen. Also davon, aber wenn man drin ist, und das ist einfach, man sagt ja immer so leicht, wenn man drin ist. Ja, man muss natürlich erstmal drin sein. Aber wenn man drin ist, dann hat man eine wirklich tolle Spielerfahrung. Ja. Mit eigenem Charakter, eigenen Karten, Level-Ups. Bis dann, bis das Ganze geht, glaube ich, bis theoretisch bis 7. Es wird sogar stufenweise, es gibt immer so einen Akt 1, Akt 2. Bis Akt 1 dann könnte dann Level 4 sein, ab Akt 2 dann 4 bis 6 oder so. Und die sind dann zusammenhängend und wirklich auch vom Schwierigkeitsgrad überhaupt nicht leicht. Ganz im Gegenteil. Also
Da haben wir öfter mal neu angefangen, weil wir dann doch irgendwas nicht geschafft haben und dann auch gesagt haben, ja, dann lasst uns selbst irgendwelche Speicherpunkte einbauen, weil wir nicht das komplette Szenario neu spielen wollten, sondern gesagt haben, hey, okay, genau, so müssen wir nur die letzte Stunde neu spielen und nicht die letzten fünf. Allgemein, du hast halt auch super viele Charakter zur Auswahl und jeder Charakter hat seine eigenen Fähigkeiten und spielt sich dementsprechend individuell zu anderen und dann hast du aber auch Rüstung und Waffenteile und dann kann nicht jeder Charakter alle Sachen tragen, sondern dann musst du auch gucken. Also das Spiel macht sehr vieles sehr richtig und wir hatten da eine wunderbare Zeit mit. Das ist richtig. So, Platz 4, wir kommen der Top 3 näher. Auf Platz 4 habe ich Dune Imperium. Auch wieder Deckbuilding. Roter Faden. Strategiespiel, das sich jedes Mal neu anfühlt und nicht so lange dauert. Auch so ein roter Faden. Hm. Aber wir sind in der Zwischenzeit bei, ich weiß nicht, wie vielen Partien. Ich hätte gedacht, es wäre Platz 1. Gebe ich ganz ehrlich zu, Leute. Ich hätte gedacht, es wäre Platz 1 oder 2. Es ist nur die 4. So. Unglaublich. Unglaublich, was jetzt noch kommt. Wir reden natürlich jetzt mal über Dune, klar. Aber ich muss es mal hier klar, ne, jetzt aussprechen. Es wundert mich, denn das ist ein Spiel, was dem guten Herrn hier neben mir wirklich sehr gut liegt. Er gewinnt auch sehr oft. Hat dann immer das richtige Deck zur richtigen Zeit, in den richtigen Garten. Vor allen Dingen die neueste Erweiterung, Rise of X. Die braucht man aber. Nee, Rise auch. Of X. Nee, weißt du was? Wie hieß die? Nee, wie ist denn das? Rise of X ist eine Erweiterung. Nee, Rise of X und die erste und die zweite hieß Immortality, genau. Ja. Immortality lag mir besonders gut. Also da muss ich sagen, Muss aber auch dazu sagen, wir haben nicht nur die Basischarakter gespielt, sondern wir haben uns online, also ein Kumpel von uns hat die irgendwie aufgetrieben, Online-Charakter ausgedruckt und die haben wir gespielt und haben das Spiel halt nochmal deutlich erweitert. Das sind inoffizielle Charaktere, die wir reingebracht haben, aber genau, das änderte nichts daran, dass die Karten, wir haben ja keine Karten ausgedacht. Natürlich, aber es gibt halt noch mehr Vielfalt. Also ich weiß nicht, wie viele Basischarakter es gibt, aber wir haben da jetzt irgendwie 20 oder 25 unterschiedliche Charakter, das brauchst du dann halt mit der Zeit auch, damit du halt immer wieder ein neues Spielgefühl hast. Das ist auch einer dieser Spiele, wie du auch sagst, ne? Man kann das sehr oft spielen, weil es gibt viele Möglichkeiten zu gewinnen. Man kann gewinnen, ohne zu kämpfen. Man kann gewinnen, mit kämpfen. Ja. Man kann gewinnen, wenn man beides macht. Also weniger, ne, nur zu gewissen Zeitpunkten kämpfen. Man ist unterschiedliche Gewinnstrategien. Das macht das Spiel einfach wirklich aus. Vor allem musst du dich halt auch immer wieder anpassen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich fahre einfach die Strategie und mach das so, sondern du musst gucken, welche Karten liegen aus, welche Strategien fahren die anderen, was für Karten haben die anderen. Ja. Wenn du siehst am Anfang so, hey, da geht noch jemand auf Kampf, dann musst du dir schon gut überlegen, gehe ich jetzt auch noch Kampf? Kann ich das überbieten? Weil wenn nicht, viel, ne? dann spielst du nicht mehr mit. Genau. So, und was kannst du als Alternativen machen? Und Und dann, welche Spots muss ich mir sichern? Was kann genommen werden? Hier musst du jedes Mal gucken, wer hat auch die. Also, ist wieder einer dieser Spiele, bei dem man wirklich beim anderen gucken muss, was hat der für Ressourcen? Ja. Also, es gibt ja so viele Spiele, bei denen es mir völlig egal ist, was der andere für Ressourcen hat, weil es mich nicht interessiert, weil ich mein eigenes Spiel mache. Und das ist eben diese Art von Spiel, das ist ja dieser Solitärcharakter der uns allen nicht so gut gefällt. Und das Spiel hier, da musst du wirklich gucken, okay, hat er seine 8 Geld? Kann er sich den Typ kaufen? Ich wollte gerade sagen, ne? Das ist das Typische, ab Runde 2 oder 3, hat er das Geld für den Schwertmeister? Ich hätte es jetzt zusammen, aber er sitzt oder vor mir, kommt mir da hin. Genau, oder er hat es nicht und dann spielt er eine Karte, dann kriegt er 2 Geld mehr und hat er 8 und so. Und dann so Er hat das Geld da liegen, hat keine grüne Karte. Und du denkst dir oh nein, ich habe das Play nicht gemacht, ich habe jetzt auch nicht das Geld und so weiter. Also wir haben da schon viele Insider und sehr viele Partien, auf jeden Fall. Und bin ich mal gespannt, was jetzt auf Platz 3 ist. Auf Platz 3 ist, ich würde sagen, mein Lieblingsstrategiespiel. Also, wenn du gerade gedacht hast, Dune... Darf ich raten? Lieblingsstrategiespiel. Lieblingsstrategiespiel. Haben wir auch oft gespielt. Es ist nicht so leicht. Was haben wir denn oft gespielt? Wir haben einige Spiele oft gespielt. Ja. Es ist ja offensichtlich nicht geil, Projekt. Nein. Was haben wir denn oft gespielt? Gib mir einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp. Von dem gleichen Macher haben wir auch schon andere Spiele gespielt. Wasserkraft. Jawohl. Angefangen damit, mit unserer ersten Partie, also bevor wir die erste Partie gemacht haben, meintest du ja noch so, die Packung sieht so langweilig aus. Ich bin überhaupt kein Fan von dem Aussehen der Packung, gar nicht. Und ich habe mir das Ding angeguckt und dachte mir so, ey, das sieht mega gut aus. So richtig, richtig schön stylisch, also ein bisschen Erinnerung an die Bioshock-Serie. Und dann haben wir das Spiel gespielt und unsere erste Partie war auch schon so ein bisschen ikonisch. Mit unser Freund, der mit dabei war, hatte jetzt nicht den besten Tag. Und dann hatten wir so 1-2 Regelfragen und irgendwann kam dann das Play. Naja, dann setze ich halt meine 12 Arbeiter auf, dass ich mache Geld fällt. Als Frustplay. Als Frustplay.
oder als, weiß nicht, Blockade. Sei es drum. Wir hatten auf jeden Fall schon, die erste Partie war schon auf jeden Fall etwas, was wir uns gemerkt haben, und dann folgten noch sehr, sehr viele Partien. Genau, also wir haben bei der ersten Partie schon festgestellt, das ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Diese Rondellmechanik kannten wir so noch nicht, wo du halt selbst gucken musst, wie schnell bekommst du deine Aktionen wieder, deine Ressourcen. Also du gibst die Ressourcen ja nicht ab, sondern du musst einfach warten, bis sie wieder da sind. Dazu hast du die Map, die halt interaktiv ist. Also wo baust du wann hin? Also timingtechnisch ist es auch wieder super wichtig, wann machst du welchen Move. Und es gibt halt auch nicht unbedingt die eine Strategie, die immer gewinnt, sondern ja, da kommt einfach alles zusammen. Das ist richtig. Wir haben wirklich auch mal gedacht, oh, das ist richtig gute Strategie. Und dann so nach 3 Spielen, oh, wir haben noch ein anderes Spiel, ist auch richtig gut. Und dann hat sich das wieder so entwickelt. So, ne? Dieses, was muss man jetzt eigentlich machen bei dem Spiel? Es hat sich immer wieder geändert. Und was ich noch sagen musste bei dem Spiel ist, die erste Erweiterung ist wirklich eine der besten Erweiterungen, die ich jemals gespielt habe. Ja. Die bringt nochmal so richtig geilen Stuff rein. Ja, das ist richtig. So eh schon geilen Stuff, der in dem Spiel ist. Auf jeden Fall. Also es ist immer wieder ein Spiel, was wieder bei uns ein bisschen länger dauert. Das ist nicht so ein Spiel, man muss bei den Zügen wirklich immer gut überlegen. Man hat ja seine Worker, muss gut planen, wo will ich die einsetzen, bei welchem Feld. Man plant es schon so vor, aber klar, wenn die Felder weggenommen werden, muss man neu planen. Wenn du dann halt damit planst, so hey, ich nehme jetzt das, ich drehe mein Rondellfeld und dann, oh nein, da geht jetzt jemand anders drauf, das wollte ich oder das habe ich gebraucht, so scheiße, wie gehe ich jetzt voran? Hat so ein bisschen seine Downtimes, und gerade wenn man es zu viert spielt, brauchen wir halt schon eigentlich so einen ganzen Nachmittag oder Abend für. Kommt eigentlich nicht so häufig vor. Aber auch zu dritt ist das ein sehr, sehr gutes Spiel. Und hochinteraktiv. Ich habe mich immer wieder gefreut, wenn man es gespielt hat. Ja. Also auch Setting ist halt greifbar. Auf jeden Fall. Finde ich auch richtig gut. Also ich verdiene Platz Nummer 3. Und jetzt bin ich natürlich noch mehr heißer, was du auf Platz 2 ist. Wenn du sagst, es ist dein bestgewertetes Strategiespiel, muss jetzt eigentlich Koop kommen? Ja. 2 Koop-Spiele. Okay. Oder? Platz 2 ist Koop. Platz 2 ist Koop. Platz 2 ist Koop. Tipp? Ich brauche eigentlich keinen Tipp. Kein Tipp für Koop? Moment, was spielen wir denn? Koop mit Karten. Ach so, wir Deckbuilding, ja. Okay, Arkham Horror kann ich verstehen. Arkham Horror ist Platz 2. Wir haben es das erste Mal gespielt, oder ihr habt es das erste Mal gespielt mit, oh, was für ein Kackspiel. Und dann haben wir es nochmal gespielt und... Falsch gespielt. Damals habt ihr es falsch gespielt. Dann haben wir es nochmal gespielt, nur die Grundbox war okay, hat so ein bisschen neugierig gemacht. Und dann hast du auf der Messe damals die ersten 2-3 Kampagnen bekommen. Und wir hatten danach alle irgendwie noch ein paar Tage frei und dann waren die Kampagnen durchgespielt. Und wir haben in... ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Monaten fast alles, was es zu dem damaligen Zeitpunkt von dem Spiel gab, durchgesuchtet. Also auf wirklich durchgesuchtet. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das hat so in der Form, glaube ich, noch kein anderes Spiel geschafft. Man muss bei dem Spiel einfach auch zugutehalten, es macht einfach Spaß, einen neuen Charakter anzufangen. Und es macht sogar Spaß, mit dem Charakter auch nochmal gleich Kampagne zu spielen, weil es kommt da nicht so auf die Kampagne drauf an, sondern wie spielt sich der Charakter. Und dann ist die Wiederspielbarkeit der Kampagne eigentlich auch schon wieder gegeben, weil man einfach einen neuen Charakter spielt. Und dann eben auch innerhalb der Charaktere gibt es ja die Unterschiede. Kämpfe ich mehr, muss ich mehr Hinweise sammeln, unterstützen. Also auch da gibt es ja auch noch unterschiedliche Baumöglichkeiten innerhalb der Ermittler. Also die Gruppenzusammenstellung muss immer passen. Das ist super wichtig. Da achten wir jetzt in der Zwischenzeit deutlich mehr drauf als am Anfang noch. Dann hast du auch schon gesagt, du hast bei den Kampagnen eigentlich unterschiedliche Wege, die du gehen kannst, für die du dich entscheidest, wo du halt so eine Kampagne mindestens 2, wenn nicht sogar 3-mal spielen musst, um alles zu erfahren. Und so eine Kampagne umfasst dann halt irgendwie 7 oder 8 Szenarien, je nachdem, welchen man spielt. Das ist eine ganze Weile. Dann gibt es in der Zwischenzeit 9 Kampagnen. Auf jeden Fall sehr viele. Also super viele. Jede Kampagne bringt mindestens 5 neue Ermittler mit. Also du hast Content bis zum Umfallen, und wenn du da wirklich alles erleben möchtest, da sitzt du wahrscheinlich dein ganzes Leben dran und hast noch nicht alles gesehen. An sich, die Spielmechaniken sind halt super, super gut. Also du kannst einen Kämpfer spielen, du kannst irgendwelche Support-Charakter spielen, du kannst so eine Mischung aus Kämpfer und Sucher spielen, du kannst aber auch nur Sucher spielen und versuchen, Synergien in deinem Deck zu haben, um möglichst effizient zu ermitteln. Und wenn man jetzt allein unsere Gruppe sieht, also mit Basti, dir und mir, jeder von uns spielt den gleichen Charakter auf unterschiedliche Art und Weisen. Dass ein Spiel sowas produzieren kann, spricht halt einfach nur für das Spiel. Ja, das ist wirklich einfach, also das Spiel ist wirklich atemberaubend gut. Ja. Deswegen auch bei uns Hauptcontent sozusagen, weil es einfach, man kann über das Spiel auch sehr viel
Also wenn eine neue Kampagne angeteasert wird, so hey, im Mai oder wann kommt die neue Kampagne und wir hören das, dann geht's halt schon los mit, hey, welche Charakter könnten wir denn spielen? Du machst das, ich mach das. Und man unterhält sich ja auch nach dem Szenario, ne? Ob es war, nicht knapp war, wie so diese Momente, so krass, was war das denn gerade, was wir gerade erlebt haben, ne? Dieses, und bis jedes Mal auch danach noch am Reden, ne? Was hätte man vielleicht besser machen können, was war nicht so gut. Auch vor einer Kampagne, bevor wir eine Kampagne anfangen, wir bauen unsere Decks. So ein Deck bauen geht mal nicht nur so schnell in 20 Minuten, sondern das dauert halt so irgendwie seine 2-3 Stunden. Dann treffen wir uns, dann testen wir mindestens einmal. Mhm. Meistens sogar noch ein zweites Mal, weil wir dann ja noch was verändern oder anpassen. Und dann, es gab auch schon Kampagnen, wo wir nach dem ersten Mal testen gemerkt haben, oh scheiße, das klappt gar nicht. Jeder von uns hat danach einen neuen Charakter gespielt. Ja, auch schon alles. Wenn die Konstellation nicht stimmt, dann ist man da, es ist ein bestrafendes Spiel. Und es ist halt leider auch nicht leicht. Da muss man wirklich gucken, wenn die Konstellation nicht stimmt. Dann und die Story drumherum ist super. Es ist ein Snowballing-Game. Wenn du nach dem ersten Szenario nicht die Erfahrungspunkte bekommst, die du mal bekommen würde, dann geht das alles ganz schnell in die falsche Richtung. Das ist richtig. Also ich hätte gedacht, Arkham Horror wäre auf der 1 gewesen. Jetzt ist es nur auf der 2. Nachdem Dune auf der 1 war. Ah, schwierig. Ja, okay. Ja, okay. Also. Okay, Dune wäre dann auf der 2 gewesen. Ich gebe zu. Da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken machen müssen. Gibt es, bevor wir mit der 1 anfangen, Buhr, hast du eventuell noch so diese klassischen Honorable Mentions, vielleicht so Spiele, die du vielleicht noch gerne reingenommen hättest, die aber vielleicht aufgrund zu wenig Spielen oder die Polizei gehabt hätten oder die es halt vielleicht den Cut nicht geschafft haben? Oder ich weiß, was du meinst. Also so generell, vielleicht angefangen, ich hätte zum Beispiel super gerne Dame reingenommen, weil das so das erste Spiel war, das ich mit meinem Opa, also wo ich mich zumindest daran erinnern kann, neben Mensch ärger dich nicht, oft gespielt habe. Man hat sich immer darauf gefreut, so hey, ich kann zu meinen Großeltern fahren und dann hat man wieder so Spieleabende. Ja. Und da war halt so das Hauptspiel Dame oder Halma zum Beispiel. Dann Spiele, die wir noch nicht oft genug gespielt haben, dass ich sie hier reingenommen hätte, die ich aber für sehr interessant halte, wäre im strategischen Bereich Tricerion. Hm. Also das haben wir einmal gespielt, mir hat es richtig, richtig gut gefallen, aber ohne Erweiterung. Ist halt auch leider ein Spiel, das sehr lange dauert. Und Downtime war sehr hoch, genau. Ja, Downtime müssen wir noch mal testen. Müssten wir noch mal spielen. Hm. Fand ich super interessant, aber wegen einmal spielen kann ich halt noch nicht Platz in den Top 20 geben. Absolut verständlich. Im kooperativen Bereich fangen wir jetzt dann an. Too Many Bones. Das hat auch sehr großes Potenzial. Und ich vermute, dass es in meine Top 20 kommt, wenn wir die Kampagne durchgespielt haben. Aber Stand jetzt kann ich noch nicht. Schauen wir mal. Okay, super. Dann kommen wir zu meiner Nummer 1. Was kann es jetzt sein? Okay, ich brauche wieder einen Tipp. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn man mich ein bisschen kennt. Okay. Das ist gemein. Wenn man dich kennt, ist es einfach. Sag jetzt nicht Magic the Gathering. Doch. Es kann nur Magic the Gathering sein. Okay. Einfach, wenn man die Story so ein bisschen dahinter kennt. Ich spiele das Spiel seit über 20 Jahren. Es hat mich fast mein ganzes Leben begleitet. Plus, es ist halt auch noch ein super gutes Spiel. Also wahrscheinlich hätte ich es dann nicht gespielt. Solange, wenn es nicht richtig gut wäre. In dem Fall ist es halt ein sehr gutes Spiel mit Karten und Deckbuilding, plus es gehört halt zu mir dazu, weil wenn man das jetzt so sagen kann, ich glaube, wir hätten uns nicht kennengelernt, wenn wir nicht Magic spielen würden. Also das Spiel verbindet auch Freundschaften oder hat Freundschaften aufgebaut. Genau, also ich habe so viele Leute dadurch kennengelernt, weil sie auch Magic spielen, weil man ein gemeinsames Hobby hatte. Man hat sich dann im Kartenladen irgendwie kennengelernt, ein paar Runden gespielt und dann hat man sich das nächste Mal bei irgendjemand zu Hause getroffen, hat da dann weitergespielt und so hat man, oder habe ich schon super viele Leute kennengelernt und dir geht es wahrscheinlich nicht anders. Wie gesagt, also der Freundeskreis hier ist ja auch durch Magic entstanden, weil man da so die erste Connection hatte. Dazu bietet das Spiel halt auch noch super viel. Also du kannst es One-on-One spielen, du kannst es auch in der Zwischenzeit in Gruppen spielen mit irgendwelchen Commander-Formaten, dann hat es einen Draft, einen richtig guten Draft. Im Prinzip kannst du Magic spielen, brauchst kein anderes Spiel. Ist bei mir jetzt in der Zwischenzeit nicht mehr so. Also ich spiele weniger Magic, deutlich weniger als früher, aber trotzdem war es bei mir ziemlich klar die 1. Es ist im Trading Card Game wahrscheinlich immer noch der Primus sozusagen. Habe ich auch über 10 Jahre gespielt. Was soll man sagen? Es ist ein tolles Kartenspiel. Aufgrund der Historie natürlich verdient auf Platz 1. Dann waren das meine Top 20. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Liste haltet, was bei euch zwingend in eurer Top 10 vielleicht drin ist, vielleicht in euren Top 20 drin ist. Das lesen wir uns gerne durch. Ja. Ansonsten denke ich, weiterhin viel Spaß auf unserem Kanal. Und rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles Gute.